Ja, moin und herzlich willkommen zu Aktiv im Archiv, der historische Kurzpodcast der Mediengruppe Kreiszeitung. Ich bin Hagen Wolf und ja, blöderweise ist meine Kollegin Leslie immer noch krank. Und weil ich keinen Bock habe, hier allein zu moderieren und weil wir diese Woche glücklicherweise einen Praktikanten bei uns haben, habe ich mir gedacht, den verpflichte ich jetzt zwangs. Moin Timo, grüß dich. Grüß dich, Hagen, moin. Timo, ähm, Podcast schon was gemacht damit? Nee, das erste Mal im Studio. Okay, dann sind wir gespannt, wie du dich schlägst. Und äh, es ist ja, läuft ja so ab: ich erzähle dir eine Geschichte und du hörst zu, und wenn du Lust hast, kannst du mal Fragen stellen. Also, bei der heutigen Geschichte geht es um einen Telefonanrufer, der sich so lustige Telefonscherze in Anführungszeichen erlaubt hat. Und zwar, kennst du noch die alten Telefone? 1967 spielt die Geschichte, weißt du, diese Wählscheibentelefone? Ja, gesehen schon mal, aber die haben wir nicht zu Hause gehabt. Ja, ähm, ihr hatte damals wahrscheinlich schon zu Hause, aber das, da warst du noch nicht geboren, davon gehe ich aus. Ja. Also, es geht um einen ähm, Telefonanrufer und äh, man nannte ihn damals, kennst du, Check the Ripper? Ja. ja. Ja, dieser Mörder aus England. Und diesen Telefonanrufer nannte man Check the Dipper. To dip, weißt du, was das heißt? Also, ja, eintauchen quasi, so wie. Der Tipp für den Nuggets zum Beispiel? Ja, Nuggets, genau. Also eintunken, eintauchen. Und äh, 1967 ist Niedersachsen so ein bisschen terrorisiert worden von so einem Scherzanrufer. Und äh, der hat ähm, angerufen, meistens nachmittags. Meistens bei Hausfrauen, so steht es wenigstens in der Zeitung. Und er hat sich folgendermaßen vorgestellt, hat folgendermaßen was gesagt. Guten Tag, hier spricht Ingenieur Müller vom Fernmeldeamt. Ihr Telefonanschluss, der hat einen technischen Defekt. Bitte füllen Sie einen Eimer mit Wasser und stecken Sie das Telefon hinein. Und die Leute haben das dann gemacht? Ja, haben es wirklich gemacht. Also, man hat das wirklich gemacht und äh, natürlich war das Telefon dann hin. Und, ja, natürlich. Ja, und ich glaube, es ist heute auch so, wenn den Telefonen Telefon in Wasser, Wasser legst, ist es hin, oder? Damals wie heute. Ja, mit den allermeisten Telefonen wird das heute immer noch so sein, ja. Genau. Also die Leute haben es wirklich gemacht und äh, es gab sogar dann äh, eine Pressemitteilung der Deutschen Post, äh, dass man da bitte das Telefon nicht ins Wasser legen soll, auch wenn der Anrufer <lacht> behauptet, <lacht> man soll es tun. Und ähm, es gab auch dann Warnungen in allen Zeitungen und von daher ähm, hat man es da nicht mehr gemacht, man hat den Anrufer aber leider nicht gefasst. Was heißt leider nicht, wahrscheinlich hat er andere Streiche dann gespielt. <laughs> so war diese kurze Geschichte heute, aber ich habe noch eine andere Geschichte, auch noch eine kurze Geschichte. Und zwar kennst du die BPJS, also die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften. Gehört schon mal, ja. Genau, also die gab es damals wie heute, die setzen Filme, Texte, was weiß ich, alles auf einen Index, was irgendwie jugendgefährdend ist. Also was gewaltverherrlichend ist, was äh, unter anderem zu pornografisch ist und so weiter. Und 1967 gab es eine Band. Die hat äh, eine Single rausgebracht. Single, kennst du auch noch? Single <laughs> habe ich sogar noch zu Hause, ja. Echt? Also ja. diese Schallplatten, die kleinen Schallplatten ja. praktisch. Vorne war ein Lied: A-Seite, gutes Lied, B-Seite, schlechtes Lied. Konntest du eigentlich verkratzen, die Seite war eh nur Mist, das Lied. Und die hat ein Lied rausgebracht, oder zwei Lieder rausgebracht auf einer Single. Und eines von diesen beiden Liedern ist von der BPJS verboten worden, indiziert worden. Und ich sag dir mal den Titel. Die zwei Titel und du kannst raten, welches Lied jetzt auf Index gelandet ist, aufgrund des Textes. Also, das eine Lied hieß, wo ist denn der süße Popo? Und das zweite Lied hieß, die BH Polka. Dann, also Popo oder BH, da würde ich eher noch zum ersten tendieren. Du ja, hast recht, genau. Wo ist denn der süße Popo? Das ist verboten worden. Die BH Polka konnte man offiziell eigentlich noch spielen. Ist das heute noch drauf auf der Liste? Ich weiß es nicht. Ich glaube, es gibt sogar eine bh bolga irgendwo noch. Egal. Jedenfalls, das war's. Schön, dass du da warst, Timo. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht. Ja, auf jeden Fall. Alles klar. Und dann wir sind 14 Tagen wieder. Machen Sie es gut. Ciao.